Ich grüße diesen Morgen alle Genossinnen und Genossen vom Ring der Kraft, die der Frage treu bleiben, wie bauen sich Friedensfelder auf? Was ist gelebter und praktizierter Friede? Und wie kommen wir in Verbindung mit der Schwingung des Erdkörpers, mit der Schwingung der universellen Steuerungskraft? Und wir hatten letzte Woche, waren wir noch vor der Sonnenwende, und wir kommen aus einer Zeit, ich könnte sagen, wir sind fast wie in ein Märchen abgetaucht, wo wir das Thema Erdrechte zu uns genommen haben und wo man sich einmal ganz die Zeit nimmt, reinzuhorchen und auch der Erde ein Recht gibt, dass wir hineinhorchen. Was möchtest du von uns gerade? Wie kommen wir in Kontakt und Kooperation? Wir hatten hier bei der Sonnenwende, haben wir verschiedene Kraftorte besucht und in einer kleinen Gruppe eine Gebetsschwingung aufgebaut und haben wieder dieses Wunder erlebt, dass wenn man sich zum Beispiel ganz auf das Wasser konzentriert und wirklich hineinfühlt, das Wasser ist ein Wesen, dass wir mit der Eröffnung des ersten Gebetes fing es an zu regnen, an der Orakelquelle, mit der Eröffnung unseres Gesanges und eines Gebetsraumes fing es wieder an zu regnen. Und das dritte Mal waren wir bei unserer Trinkwasserquelle und haben dort gesungen und reingefühlt und es fing wieder an zu regnen. Das ist hier für uns in Portugal sehr ungewöhnlich. Und man hat so dieses Gefühl, wie wenn man den Geliebten ruft und er kommt. Es ist diese Begegnung von Zentrum zu Zentrum, die uns immer so beglückt. Und viele, die teilgenommen haben, haben gespürt, was es bedeutet, mal runterzufahren und wirklich in die Wahrnehmung zu gehen, wirklich in diese Schwingung zu kommen, wo entsteht Resonanz. Und wo entsteht Resonanz mit den Lebenskräften um uns herum? Ich danke sehr für diese Zeit und für diese Erfahrung, auch in einer Gruppe. Und gleichzeitig ist immer wieder die Frage, wenn ich jetzt hineinhorche heute Morgen, wir haben wieder den Pirol zu Gast, der ist und mein Begleiter zurzeit in der Morgenandachten. Die Wildschweine haben hier direkt hinter mir im kleinen Teich gebadet. Und dann kommt immer diese Frage auf, also bei mir kam heute sehr stark, ihr müsst gegensteuern. Also nach so einer Zeit kommt man sich fast vor, nach so einer Zeit wie in der Sonnenwende, wie eine Mutante. Wenn man dann guckt, was in der Welt los ist und dann hört man, die Russen selber machen Aufstand, dann wird es wieder rückgängig gemacht. Also wir sind von einem unglaublichen Informationssystem überwältigt und ich glaube, wir kennen das alle, wie man immer mehr abgelenkt wird, wie es einem immer schwerer fällt, wirklich in der Konzentration zu bleiben. Und in vielen, vielen Gesprächen mit vielen Genossen und Suchenden komme ich immer wieder an den Punkt, viele sind an der Stelle, wo sie sich wie ausgebrannt fühlen und viele sind an der Stelle, an was glaube ich eigentlich wirklich. Und bei mir kam heute auch wieder dieser Hinweis, euer Wissen muss erfahrenes Wissen werden. Also was ist die Kraft, die uns befähigt, an diese große Vision zu glauben und uns nicht wegreißen zu lassen von dieser unglaublichen, gesteuerten Kraft von den Systemen, die der Mensch erschaffen hat und deren Opfer wir alle geworden sind. Also für mich, ich nehme in dieser Woche immer die Frage mit, was steuert mich gerade? Und in diesem Sinne immer wieder den Fokus auszurichten, bin ich in Resonanz mit dem Ganzen? Und die zweite Aufgabe, die ich sehr stark wieder empfangen habe, trainiere dich darin, in allen Momenten in der Zeugenschaft zu bleiben. Also fühle, was steuert mich? Und gleichzeitig bleibe Zeuge, auch in den Momenten, wo du vielleicht plötzlich heftig reagierst. Mach dich nicht zum Opfer deiner Emotionen, sondern werde Zeuge deiner Emotionen
und versuche in dieser Kraft dein Friedenswissen fest zu verankern in deinem Zentrum. Also diese Aufgabe der inneren Stimme auch im alltäglichen Leben zu folgen, ist etwas für Fortgeschrittene. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir bei dieser Forschung bleiben. Und es kam auch die Bitte, setze dir 3 Nahziele. Also als Beispiel, ich spreche in dieser Woche 3 Menschen an, mit denen ich schon ganz lange reden wollte, um mit ihnen Kontakt zu machen und an denen ich normalerweise vorbeilaufe. Irgendwelche Nahziele, die dir denen helfen, deine Line of Tension, nenne ich es gerne, also deine Ausrichtung, immer beizubehalten. Und das sollen keine Ziele sein, die wir uns irgendwie von unserem Verstand setzen, sondern horche hinein und folge dann diesen 3 Aufgaben wie ein roter Faden durch diese Woche. Es bleibt für mich weiter so, dass ich fühle, dass es wird sich zuspitzen, die Informationssysteme, die versuchen uns zu hypnotisieren, sind mächtig und wir müssen in gewisser Weise gemeinsam lernen, aus dieser Hypnose auszutreten. Und wenn ich das Wort gemeinsam sage, dann ist schon die Herausforderung. Also wir spüren, in was für Weltanschauungsauseinandersetzungen wir uns befinden. Und Gemeinsamkeit ist nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben, sondern Gemeinschaft ist ein universelles Frequenzmuster, in das wir eintreten können und wo wir versuchen können, ein Feld aufzubauen. Ein Feld, was wirklich eine neue Schwingung errichtet. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich übrigens allen danken, die uns unterstützt haben, die uns gespendet haben. Großen Dank. Wir haben jetzt eine Summe von 680 Euro beieinander. 30% davon gehen in unseren Basishaushalt und wir sind dabei, verschiedene Projekte zu verwirklichen. Und eins davon wird das Buch sein, das Steinkreisbuch. Und wir haben wunderschöne Ideen für den Kurs, den wir hier machen werden im August, zum Thema, was ist eine Friedensgemeinschaft, was ist in diesem Zusammenhang universelles Wissen. Und wir möchten euch auch sagen, dass wir bei Ideen sind, weil einige fragen immer wieder nach, wie können wir denn mehr in Kontakt bleiben, auch wenn man nicht nach Tamera reist, wie können wir dieses Bild einer Friedensgemeinschaft in uns stärken und wissen, dass wir damit nicht allein sind. Und wir haben schöne Ideen, wir müssen sie noch ein bisschen ausfeilen und werden sie euch bald mitteilen, wo man sich auch ein bisschen miteinander vernetzt und mehr Rückmeldungen geben kann. Was haben wir eigentlich erfahren? Wo waren die Resonanzen? Wo waren die Gleichschwingungen? Ja, in diesem Zusammenhang ein Dank an alle, die sich beteiligen an dieser Forschung und eine Vorfreude auf mögliche Konzentration und Gemeinsamkeit auch in diesem Globalfeld, wo wir nicht direkt beieinander sind und doch so ein Netz aufbauen möchten, oder uns verbinden möchten mit einem Friedensnetz, was ja parallel zu diesem ganzen Wahnsinn abrufbar vorhanden ist. Mögen wir diese Woche geleitet sein von dieser Frage, was steuert mich gerade? Und mögen wir diesen Punkt finden, der uns vernetzt mit der Friedensmacht. Ich wünsche euch und uns eine gesegnete Woche. Wir werden mit unserem Team diese Woche nach Korin fahren. Dort wird es eine Veranstaltung dann geben. Wir werden mit der Frage beschäftigt sein, auf die Stimme der Erde hören, auch da, was ist eigentlich wirklich vernetzte Intelligenz von 2 Orten, die so weit auseinander liegen und anschließend ein öffentliches Seminar machen. Und dann haben wir hier im August bald dieses Seminar gemeinsam, wo wir auch uns vernetzen möchten mit all denjenigen, die nicht hier bei uns sein können. Ich wünsche euch und uns eine gesegnete Woche, Yasin.